Der Schlüsselauffüllungsprozess bei dieser Orgel war nicht leicht. Das ist nämlich nur natürlich für das Gitter. Es gab keinerlei Knopf unter der Orgel, neben der Orgel. Auch der Kantenknopf führte nicht zur Lösung. Weder unter der Bank, noch unter der Orgel, noch daneben. Es gab einen Schlüssel für die beiden Seitentüren. Hier war nirgendwo ein Knopf. Auch nicht vor der Orgel, dieser kleine Schrank. Da sind nur Bücher drin. Auf der anderen Seite gibt es auch noch mal so ein Türchen. Auch hier war nichts, abgesehen davon, dass es natürlich wunderschön ist, hier das Holz zu atmen. Ich sah dann Türe zur Orgel und Balkkammer. Dachte ich mir, okay, nehme ich mal beides und suche die Balkkammer. Das ist hier die Balkkammer. Schon irre. Früher gab es ja wirklich Leute, die haben hier, das ist alles original. Die sind dann hier hochgeklettert. Ich mach das mal. Und das ist echt, also ist echt lebensgefährlich schon. Und dann mussten die diese unglaublich, also kann ich jetzt nicht machen natürlich, aber diese unglaublich schweren Dinger hier runtertreten. Und dann wieder hoch und wieder runtertreten. Also das ist echt, also meine Güte. Also, wenn man sicherlich die Haxen bricht, naja, wie auch immer, ich dachte mir, vielleicht ist dies der Schlüssel zur Wahrheit. Aber nein, der passte hier auch nicht rein. Es war natürlich der Schlüssel zur Orgel, aber der war es ja auch gar nicht. Türe zur Orgel, der hätte es doch jetzt sein müssen. Jetzt ist es auch nicht mehr. Wie auch immer, da drin ist auch nichts. Aber ich mache es später gleich mal auf. Sondern es ist... Hier ist auch noch... Was ist das hier? Auf jeden Fall ist der Knopf... Es ist eine Art provisorischer Knopf. Hier dieser rote ganz da hinten. Das konnte man wirklich kaum wissen. Weil das hier noch umgestellt wird. Also Ende Juni wird das hier auch noch... Zuerst dachte ich, es wäre vielleicht dieser, wobei das kam mir schon spanisch vor. Nee, das ist der Lichtknopf, ja. Ich finde, es sieht so unglaublich toll hier aus. Ich zeige das hier mal ein bisschen von unten, damit man es besser sieht. Was das hier für eine Konstruktion ist, ja. Das ist echt so steil und schwer nach oben. Ja, wie auch immer, es ist dieser rote Knopf hier hinten. Und... Das war echt eine lange Geburt, bis man das gefunden hat. Und das hier ist eben die Balkkammer, so nennt man das. Und dahinter ist eben überhaupt erst der Knopf zu finden. Oder beziehungsweise Knopf ist auch schon falsch. Aber das müsste eigentlich der hier, Türe zur Orgel, das müsste doch eigentlich... Ich versuch's nochmal. Das musste er sein. Da hat es also gezackt. Jetzt. Okay. Und hier kann man nämlich das Licht noch an der Orgel anmachen. Ist das nicht wunderschön gemacht? Das ist so unglaublich schön. So frisch und neu. Neu und trotzdem original alt. Das ist genau das, was ich liebe. Neu und alt gleichzeitig. Diese Kombination, das ist es, was mich fasziniert. Dann auch noch so gut und handwerklich top gemacht. Das ist schon echt Kunst, finde ich. Absolut. Hier stehen sie in Reihe und Glied und warten, bespielt zu werden. Alles sauber und gepflegt. Das riecht nach altem und nach frischem Holz. Hier mache ich mal wieder aus. Wie auch immer, erst vermutete ich, dass vollkommen versteckt hier vielleicht
der Knopf wäre, aber nein. Also ich habe wirklich alles versucht. Aus dem Augenwinkel sah ich dann diesen roten Böppel da hinten und dachte, das kann ja wohl nicht sein. Aber doch, das war's dann. Das Rätselslösung.